Ausgang TV wird dir präsentiert von Canon und Nokia. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Ausgang TV. Ich habe heute aber auch echt ein paar schön spannende Dinge für euch. Zum Beispiel habe ich den Jean-Paul im Hyatt getroffen, der eine Nacht vorher seine Hotelsuite verwüstet hat. Ich war abgesehen davon auch noch auflegen im Q-Club und was ich mit einem Big Mac anstelle. All die Dinge erfahrt ihr heute. Er gab mir seine Sonnenbrille, er gab mir seine 2 Millionen Dollar Uhr, er gab mir seine Telefonnummer und er gab mir seine Liebe, was er mir nicht gegeben hat. Jean-Paul im Inside. Halli, hallo, ein Huhn geht in den Zoo. Could I try it on? For sure. You could try it on. Okay, so we change. A nice new Prada. And it matches you. I do love your eyes though. Beautiful eyes. How do you say, I don't even know how to say a little bit in German, so I'm worse at German. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Yeah, wow, pretty good. Ich liebe dich. I do love you, Baba. Okay, have the watch. Thank you. New album. It's called Imperial Blaze. It's a lot of people think it means a big spliff or a big bang. Imperial Blaze, like smoking, but not. It's about having faith in relationships, about breaking up. It's about relationship with my mom. It's about relationship just meeting a girl. It's about OPP relationships. How is your first singer? It's all about you. So fine. It's a song, club-oriented song, a club banger, but it's dancehall music, that's what I do, and it's of course dedicated to ladies. Bob Marley, a big influence in my life and in the world. He took our music to the rest of the world without these things, without beautiful ladies like you interviewing him and being put on the internet and on television stations. I would like to get a shirt. Wow. Ich habe ein bisschen zu erklemmt. Und? Ich sehe mein T-Shirt nicht aus. She's gonna strip me down right here. I think we need to turn the camera off. Because I need something in return. At least. We definitely have to do this later. Yeah, okay, we can do it now. Oh yeah? With the camera on? Ah. And when you said do it, I just didn't know what you meant. Ich bin mir im Ziel, eine richtige Schweizerin zu werden, schochli nöcherum. Denn ich war eine der Zurich Allstars und durfte im Q-Club auflegen. Das seht ihr jetzt in der Review. Jetzt geht's mal! Ausgang TV! Bin ich jetzt voll live dabei? Ja, voll! Cool. Immer! Das bist du! Ich möchte kennenlernen Sie. Ich Sergei. Ihr wart bestimmt schon mal in diesem Restaurant mit dem goldenen M. Richtig. Sind euch die wunderschönen Fotos auf den Wänden aufgefallen? Und ist euch aufgefallen, wie dieser Big Mac auf dem Teller aussieht? Ein typischer Fake. Deswegen habe ich im Freestyle den Fake-Check gemacht. Checkt meine Fakes. So, kennen wir den Big Mac aus der Werbung? Ciao! Ich habe etwas mitgebracht. Und jetzt werde ich testen, ob wir den in der Realität auch so hübsch serviert bekommen. Herzlich willkommen bei Ausgang TV.
2 was bitte? Ausgang der Wahl. Was? Orientalisch Belgien, was? Okay, danke. Und jetzt kommen wir zur großen Auflösung, ob der Big Mac so wunderschön ist, wie wir ihn in der Werbung präsentiert bekommen. Ich bin richtig gespannt und... Was soll ich dazu sagen? Das ist ein Fake! Ich bin mehr als enttäuscht vom Big Mac. Wir kommen zu Fake-Test Nummer 2. Ich möchte wissen, sind Strumpfhosen wirklich reißfest? Fahrer, los! Noch sehr... Das hat nicht mal 2 Sekunden gedauert und die blöde Strumpfhose ist sofort gerissen. Ich habe mich wirklich jahrelang gefragt, liegt's an mir? Bin ich einfach so ein Riesenschussel? Warum habe ich sofort Laufmaschen in den Strumpfhosen? Ja, nicht so, oder? Nicht so, richtig. Komm, aufbauen, Schatzli, komm, können wir aufbauen. Wir kommen zum nächsten Fake-Test. Man sagt, Jeans sollen feuerfest sein. Das möchte ich heute testen. Sie wollen mir heute helfen, um zu testen, ob Jeans ein Fake sind oder wirklich feuerfest. Jawohl, da haben wir Jeans explosionsartig. Immer, Schatzli, komm. Schauen wir uns Jeans da. Jawohl. Herr Huckja! Ja, musst du auch ein bisschen weg. Muss man anlegen, so heiße Sache. Du bist ja auch eine heiße Katze, gell? Darum machen wir hier die Tests miteinander. Da ist nachher noch Ellen Kott reingekommen. Geil, ja. Hot Jeans Test. Nicht bestanden, ganz klar. Nicht für Fake. Weg. Fick. Das darf man nicht sagen am Fernsehen. So, wir haben es gesucht. Die Jeans ist also auch ein Fake. Mal gucken, ob ich überhaupt noch irgendwas Echtes finde. Als nächstes teste ich Anita Buri, ob die ein echtes Ariel-Testimonial ist und auch wirklich mit Ariel wäscht. Gehen wir zu Anita. Hallo. Hallo Anita, ich bin die Alena von Ausgang TV. Hallo Alena. Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen überrascht. Nein, ich bin kein Fake, ganz sicher nicht. Dann dürfen wir so reinkommen, oder? Das ist nicht die Waschküche. Das ist die Waschküche und ich kann es nicht glauben, da steht tatsächlich Ariel. Somit Anita, du bist kein Fake. Du hast recht gehabt, du wäschst wirklich mit Ariel. Die wusste doch, dass wir kommen. Hast du damit gerechnet, dass wir kommen? Gibst du? Die waren so schön trapiert. Nein, aber ich rechne damit, es gehen noch irgendwann Leute bei mir schauen, ob ich wirklich mit dem Produkt wäsche, weil ich ja meinen Kopf für Werbespots angebe. Ja, eben. Also bei mir sind auch schon Nachbarinnen einen Kaffee trinken und haben gesagt, so wäschst du jetzt wirklich mit dem Produkt. Aber ich habe gesehen, du wäschst eine Boxershort oder 5. Hast du einen Freund? Ja, logisch. Aber das ist privat. Für ihn wäsche ich manchmal auch, klar. Hast du für mich noch einen ultimativen Starttipp? Ich bin jetzt ja ganz frisch hier in der Schweiz. Was muss ich unbedingt probieren, außer mit Ariel meine Wäsche zu waschen? Was muss ich unbedingt machen? Das Raclette essen, den Thurgau besuchen. Vielen Dank fürs Interview, Anita. Bitte, danke dir. Ansonsten finden wir noch ein gutes Schlusswort. Ich wünsche euch alles Gute. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ihr Lieben, das Wochenende naht und somit auch meine Partytipps. Ausgang wird 9. Am 31. Oktober feiert sich Ausgang.ch ganz selber. Mit Hammer DJs, vielen alten Freunden und mit dir. Friday Night ist cool. Die Partyserie feiert das 10-Jährige mit dem Weltstar Robin S. live on stage. DJ Premier und DJ Revolution im Luzerner Froschkönig ist der Samstag Weltklasse-Hip-Hop angesagt. Edel und exzessiv Velvet im Escher Weiss. Am Samstag mit dem Steve Supreme, Cruise und Mike L. Yeah! Am Donnerstag darf ich wieder mein Dirndl anziehen, denn da feiere ich Oktoberfest in Baden. Dann geht's am Freitag zur 10-Jährigen von Friday Night und 30 Jahre Radio 24. Ciao, meine Herzlies und bis nächste Dunstieg! Zum Glück hat es angefangen zum Regnen, weil das hat im Brand der Jeans gelöscht. Und mehr Fakes vertrage ich heute wirklich nicht. Also gehe ich als nächstes zum... I'm sorry.